Hallo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Herdu und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es das erste Yu-Gi-Oh! Karten-Unboxing. Ich habe hier ganz viele Karten bestellt, also Einzelkarten von einer gewissen Seite. Und hier noch ein kleines Kartönchen. Und werde die jetzt hier vor euch öffnen. Ich habe versucht, möglichst die Adressen von mir und dem Absender wegzuedingen. Allerdings habe ich das bei manchen nicht gemacht, weil die Karten halt darunter waren und ich halt nicht riskieren wollte, die Karten zu beschädigen. Deswegen muss ich halt manche ein bisschen ja, versuchen, so zu öffnen, dass man die Adresse nicht sieht. Und hier ist ein Paket. Das werde ich jetzt allererstes öffnen. Und ich denke mal, damit können wir loslegen. Ich habe, ja, dazu komme ich gleich. Ich lasse erstmal hier das Paketchen öffnen. Ich habe hier versucht, schon möglichst alles. Ja, ich hoffe, man sieht jetzt nichts, aber wenn ihr das Messer haben wollt, schaut in die Beschreibung. Da habe ich einen Link dazu gepackt. Der ist wirklich ein treuer Paketöffner und hat mich wirklich durch dick und dünn begleitet. Bei meinen alten Unboxings von meinen One Piece-Figuren, glaube ich. Also, hier haben wir dann das erste Paket. Zum ersten Mal sehe ich, dass da irgendwie so blaues Dings drin ist. Aber ja, ich denke mal, wir können die Sachen hier rauspacken. Und also okay, gut. Hier von Ultra Pro weiße Hüllen. 60 Stück sollen es sein, genau. Und eine rote Deckbox. Kann ich jetzt theoretisch auch öffnen. Keine Ahnung. Ist jetzt nicht so spektakulär. Aber für die, die wissen wollen, mit welcher Farbe ich spiele. Rot ist zwar meine Lieblingsfarbe, aber weiß ist auch schon lit. Und au, kurz gestochen. So, die sind auch nochmal verpackt. Aber ja, das können wir jetzt mal zur Seite packen. Allerdings denke ich mal doch, dass wir das öffnen müssen, weil ich wahrscheinlich die Karten alle direkt in eine Folie packen werde. Und sind genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Kennt man ja auch. Und dieses Logo ist unten links, mittig, zentriert. So kommen wir zu den Briefen. Das sind die ersten 7 Briefe, die ich öffnen werde. Ich habe von meiner ersten Welle an Bestellungen, sage ich mal, einen Brief leider noch nicht bekommen. Da sind 27 Karten drin. Und da sind halt die meisten Kernkarten von meinem Deck drin. Das ist leider ein bisschen, ja, was soll ich machen? Aber ich kriege trotzdem noch ein paar andere Briefe, deswegen werde ich die dann auch in einem separaten Video, was dann später kommen wird, auch nochmal zusammen öffnen. Und ja, trotzdem werden das jetzt hier genug Karten sein, die halt für ein Video auf jeden Fall reichen. Leider nicht für ein 10-Minuten-Video, glaube ich. Da werden wir die Monetarisierung nicht einschalten können. Haha, lol, okay. Ich denke mal, wir können loslegen. Und ich mache das hier mal vorsichtig auf. Falls ihr unter 18 Jahre alt seid, auf jeden Fall immer mit einem Erziehungsberechtigten zum Messer benutzen. Und ja, ich denke mal, wir können. Ja, ich mache die Briefe auf und hole die Karten raus und dann den nächsten Brief. Also nicht alles auspacken. So. Beschreibung eines Bildes. Bild. Ich weiß jetzt nicht, was das soll. Die Karten sind ein bisschen aus der Hölle rausgerutscht. Okay. Auf jeden Fall weiß ich, dass alle Karten, die ich bestellt habe, sind. Alle Karten, die ich bestellt habe, sind Near Mint. Außer in diesem. Also unter diesen Karten. Können die da machen? Die ist, ja, wie man hier sieht. Also ich weiß jetzt, ich kenne mich jetzt da jetzt nicht so krass aus. Das wäre jetzt für mich zum Beispiel Near Mint. Okay. Das wäre für mich auch, ja, das ist jetzt exzellent sozusagen. Aber ich weiß nicht, also zählt das auch als Near Mint, wenn das zum Beispiel hier oben ist. Aber kann man nicht vermeiden, ich bin da jetzt auch nicht so kleinlich. Hier oben ist zum Beispiel ein Kratzer. Und das sind diese Karten, die es früher noch nicht gab, oder was? Ist das jetzt Gold oder Gold Rare oder was? Das gab es früher auf jeden Fall nicht hier, dass der Rand Gold ist. Das ist wahrscheinlich Gold Rare. Und das sind die Karten, also hier einmal Maschinen duplizieren. Number 61, ihr wisst, die 61er sind am Start. Volcasauria, dann Superpolymerisation, Clifford Genie, Artefakt Heiligtum dreimal
Und die können wir jetzt mal zur Seite tun. Ich tue die dann gleich in der Hülle. Aber mach zuerst erstmal die Briefe auf. Ach so, hier. Noch eine coole Folie mit Pirates of the Caribbean, schätze ich mal, ne? So, kommen wir zum nächsten Brief. Und hier in dem Brief, die Karten sind auch exzellent. Ansonsten sollte alles New Mint sein. Aber ich bin da jetzt eh nicht so kleinlich. Ich weiß auch nicht genau, wie das gedingenst wird, aber hier cool verpackt auf jeden Fall. GZ, danke. Da muss ich auch wirklich das hier öffnen. Ganz vorsichtig. Okay, dann haben wir. Hä? Ach so. Ah, okay. Ja, die Karten habe ich gar nicht bestellt. Also die beiden. Das sind nur so Schutzkarten anscheinend. Danke. Und hier die beiden sollten. Zum Beispiel, die sind jetzt exzellent. Ah, okay, hier wahrscheinlich wegen das. Aber der ist zum Beispiel mehr Near Mint als der Maschinendupe von eben, finde ich. Aber echt. Das ist für mich alles. Also, ich gebe auf jeden Fall gute Bewertungen. Das ist jetzt für mich. Nicht, dass ihr denkt, dass ich mich jetzt so aufrege oder so. Ich bin auf jeden Fall nicht so kleinlich und ja, im Endeffekt sind das alles nur Karten. So. Also, danke auf jeden Fall an euch beiden. Keine Ahnung, vielleicht schicke ich das Video ja als Nachricht an alle Leute und dann seht ihr. Ich habe im Nachhinein gemerkt, dass man bei einem Brief, der da drunter lag, eben bei der Aufnahme, den Namen sehen konnte. Deswegen nehme ich das jetzt nochmal auf. Falls, ja, falls ich merke, dass man das sieht, damit ich jetzt nichts zensieren muss. Also, das Pack war, ja, das Pack war das Pack. Und die Karte habe ich jetzt nicht bestellt, aber hier Cyberdrachen Infinity, Cyber Dragon Infinity auf Englisch und hier 3x Cyberdrachen Herz und einmal duplizieren. Achso, ne, das vom letzten Dings, also die hier. Und ja, ich denke mal, ihr könnt euch schon denken, was ich mir für ein Deck zusammengestellt habe. Und jo, dann geht es jetzt direkt weiter los. Mit den nächsten Karten. Ich hoffe, dieses Aufgrinden ist nicht zu laut. Aber ich meine, so müsst ihr euch dran gewöhnen. Dann kommt hier jetzt einmal die Artifact Sküte oder Scythe. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Die beiden Karten als Schutz. Danke auch an dich, Brudi. So, dann kommen wir zu dem Brief. Wahrscheinlich leer. Okay. Ja gut, wie kriege ich das jetzt hier oben auf? Danke. Nein, ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich werde jetzt mit einer Schere oben dran gehen, beziehungsweise mit einem Messer, weil ich ja nicht die Karten beschädigen will. Aber ich denke mal, ich muss das machen. Anders kriege ich das nicht auf. Ja, wow. So, nichts beschädigt. Dann haben wir hier Red Reboot dreimal, also roter Neustart. Dann Seizure oder Seizure oder keine Ahnung, wie das ausspricht. Auf jeden Fall hier Cyberdrache Sieger. Chimera Tech Megaflottendrache. Und hier noch ein. Der wird ja immer zweimal gespielt. So. Oh Mann. So, aber die Karten sehen auf jeden Fall alle Near Mint aus. Near Mint. Ich spreche das irgendwie wie New Mint aus, aber ja. Dann so. Da haben wir unsere erste Spielmarke für 10 Euro bekommen. Nein, Spaß, aber geil. Ich hatte bis jetzt noch keine Spielmarke. Diese Karte kann jetzt eine beliebige Spielmarke. Cool, da habe ich eine Spielmarke jetzt. Und zweimal Kauz und Schlossvogel Ultra Rare. Sehr nice Karte. Ich denke mal, dass. Ja, doch, ich habe noch ein Paket. Also ein Päckchen, meine ich. So. Ey, die gepolsterten gehen auf jeden Fall am schwersten auf. Das ist so krass. Die Karten passen da auch so gerade rein. So, dann haben wir unsere erste Magic-Karte. Mit einem extra Sticker sogar. Zum Schließen, glaube ich.
So. Also, und hier haben wir noch Link Kuribo und zweimal Effekt Wailer. Und das war's eigentlich mit dem Öffnen. Das ist auf jeden Fall nice hier so. Das ist dann mein zweiter Token. Ja gut, ich denke mal, ich kann jetzt die Karten in die Hüllen packen, dann sehen wir uns sofort wieder. So, Matrosen. Ich habe das jetzt hier zusammengepackt. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt mal die Karten, die ich jetzt habe. Also hier. Die sind jetzt nicht sortiert, aber hier zweimal Kauz und Schlossvogel. Also hier die Handtraps. Dann haben wir hier dreimal. Die sind noch in so einer anderen Folie drin. Also innen, die waren ja foliert. Und die werde ich auf jeden Fall rausholen, weil die sozusagen ein bisschen dicker sind und man die im Deck halt sieht. Ich zeige euch das mal. Also man sieht jetzt hier. So, also keine Ahnung, ob man das jetzt gesehen hat, aber man sieht das leicht, wo die Karte ist. Also die müsste jetzt hier sein. Guck, ja, geil. Nein, Spaß. Aber man hat es gesehen. Dann habe ich einmal hier den. Dreimal Maschinen duplizieren. Einmal Super Poly. Dreimal Red Reboot. Dann hier Artefakt Heiligtum. Und hier die extra Deckkarte Ninkuribo. Zweimal Mega Fleet. Sieger. Zweimal Infinity. Volcasaurier und Clifford Genius. Viele Karten werden auch kommen. Also in einem Brief schon, also beziehungsweise in dem Brief, den ich als allererst bestellt habe, glaube ich. Also mit der ersten Bestellung. Da sind schon 27 Karten, glaube ich, schon. Das sind halt die ganzen Core-Karten vom Deck. Und die werden wahrscheinlich morgen ankommen. Dann kommt das auf jeden Fall in einem Video nochmal. Und ja, die Karten sind hier auf jeden Fall alle sehr gut erhalten. Also kann mich nicht beklagen, ich werde den Leuten auf jeden Fall alle einen Daumen hoch geben und denen vielleicht auch das Video schicken. Und wenn ihr das jetzt gerade gesehen habt, ihr Kartenverkäufer, danke auf jeden Fall. Coole Karten, die ihr mir geschickt habt und auch alles gut gelaufen. Und ja, das war es eigentlich mit dem Video. Danke fürs Zuschauen, meine Freunde. Checkt das letzte Video ab, wo ich mein altes 10 Jahre als Deck euch Deck profile. Und ansonsten kommt die Tage mein neues Video. Dieses Mischen habe ich so vermisst. Oh mein Gott. Ich habe das so vermisst. Und die Switchen von Karten. Ich weiß noch, wo das rausgekommen ist, wo alle das gemacht haben. Aber. Oh, okay. Erinnerungen kommen hoch bildlich. Glücklich waren wir da alle mal. Haut rein, wir sehen uns. Ciao.